Hallo alle zusammen, hier ist der Wäschekorb und wir wollen uns einmal ganz kurz angucken, die Stabilität von dem Teil. Also hier außen ist ein Stoff, der durch Zeltstangen, sage ich mal, gespannt wird und deswegen hier auch wirklich schön gespannt ist und immer ordentlich aussieht. Und das von allen Seiten. Möchte ich das komplett tragen, habe ich hier auf beiden Seiten einen Griff und kann diesen Wäschesack eben auch tragen. Wir haben hier oben einen Deckel, dass die Wäsche immer schön verschlossen ist und man nicht unbedingt reinguckt. Oder reingucken kann, was jetzt vorhanden ist. Wir haben hier oben ein Holzelement. Ich denke, das ist Bambus. Sieht ebenfalls schick aus und passt zum gesamten Design. Und hier drin sind dann die beiden Fächer mit der Wäsche. Kann man sortieren in Rot oder Bunt und weiße Wäsche. Und das Schöne ist eben, dass man diese Säcke auch rausnehmen kann. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dieses Rausnehmen und Reintun ist ein bisschen schwerer, also ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass das System ein bisschen anders ist, aber ist jetzt auch nicht so kompliziert. So, jetzt habe ich es gleich und kann hier diesen Wäschesack entnehmen und habe dann hier einen Wäschekorb, den ich im Keller zur Waschmaschine tragen kann. Befestigen muss ich diese Säcke eben immer hier an diesen Knöpfen. Die Qualität ist sehr gut, wobei ich hier im Holz teilweise so ein paar Kerbungen drin habe, das ist aber nicht weiter schlimm. Und was ich noch sagen möchte, ein so ein Sack hier fasst ein bis zwei Waschladungen, je nachdem was für eine Waschmaschine hat und welches Programm man auch.